mache heute die Review zu meinem Master Stars Piece Levi aus Attack on Titan. Woher sonst? Ja, ich zeige euch aber jetzt erstmal die Verpackungen und dann zeige ich euch Levi. Ja, das sind die beiden Verpackungen von Levi. Einmal für die Figur und einmal für das 3D-Manöver-Gear. Ja, fangen wir erstmal mit der Figurenverpackung an. Die schaut so aus. Also hier vorne drauf sieht man erstmal Crane King das Logo, dann das Logo von Master Stars Piece, dann eben auch von Panpresto, dann sieht man hier vorne drauf eben Levi, hier auch nochmal mit dem Attack on Titan Logo und hier steht dann eben nochmal Master Stars Piece der Levi. Und ja, und hier haben wir noch ein paar Flammen und hier auch ganz leicht noch so Häuser und die Mauer und ein dunkler Himmel, also richtig dramatisch und episch. Dann haben wir hier oben auf dem Deckel nochmal das Attack on Titan Logo und nochmal Master Stars Piece der Levi. Hier auch nochmal das Logo von Yammer und hier auch noch Kodansha. Ja, dann auf der Seite sieht man hier eben nochmal Levi von hinten. Dann haben wir irgendwas auf Japanisch. Und dann sieht man eben, dass man die Levi-Figur mit dem 3D-Manöver-Gear verbinden kann. Und ja, unten das übliche Blabla. Dann auf der Seite haben wir hier nochmal Levi von der Seite. Ja, hier ist nochmal so ein Code. Und hier steht auch nochmal Levi Attack on Titan. Ja, und auf der Rückseite haben wir ein sehr episches Bild. Hier sieht man nochmal die Figur. Hier steht auch nochmal Attack on Titan Levi. Und hier auch nochmal Master Stars Piece. Und ja, und noch ein bisschen Gebabbel. Und ja, das war eigentlich jetzt so die Verpackung von Levi. Mir ist auch aufgefallen, dass die Pappe, aus der die Verpackung ist, sehr stabil und dick ist. Also man sieht es vielleicht hier ein bisschen, dass die wirklich sehr, sehr dick und stabil ist. Denkt man gar nicht. Ja, und jetzt kommen wir noch zur etwas kleineren Verpackung von dem 3D-Manöver-Gear. Also die ist eigentlich fast gleich vom Design her. Also hier beim Hintergrund hat man auch die Mauern gemacht, auch so Flammen und diese Häuser eben. Und hier auch nochmal die Logos von Crane King, Master Stars, Piece und Panpresto. Oben auch wieder das gleiche, nur dass halt jetzt kein Levi mehr draufsteht, sondern was anderes. Und hier das übliche Blabla. Ja, dann haben wir hier noch, ja, hier sieht man noch ein Haus. Ist jetzt recht dunkel. Irgendwie sieht man das gerade nicht. Ach, jetzt ein bisschen. Ja, dann sieht man hier noch die Klinge von dem Schwert hier, was von dem 3D-Manöver-Gear ausgeht. Dann steht hier eben noch Attack on Titan. Dann ist hier noch dieser Code. Ja, auf der Seite sieht man eben auch nochmal Levi. Und hier auch nochmal die gleiche Abbildung, dass man die beiden eben verbinden kann. Und auf der Rückseite sieht man auch nochmal Levi. Steht auch nochmal Attack on Titan Levi. Und ja, das war die Verpackung zu dem Manöver-Gear. Und jetzt kommen wir zu Levi. Ja, ich zeige euch jetzt erstmal Levi, wie er so ankommt, wenn man ihn jetzt solo kauft, sag ich jetzt mal, also ohne Manöver-Gear, weil es gibt ihn ja einzeln. Das Manöver-Gear muss man ja zusammen kaufen. Nur wenige Händler machen das eben, dass man beides bekommt. Also bei Akoni habe ich ja beides bekommen, bei Figuya geht's auch. Die verkaufen es auch als Set, aber man kann ihn auch einzeln kaufen. Und so schaut er aus, wenn er eben jetzt einzeln gekauft wird. Und ja, genau. Schieben wir ihn mal ein wenig näher her, damit man ihn ein wenig besser betrachten kann, den guten. Ja, also ich bin wirklich schwer begeistert von der Figur. Also sie ist wirklich der Hammer. Seine Haare sind sehr detailliert, also man sieht wirklich jede einzelne Strähne und also es ist wirklich nur Hammer. Also wirklich richtig mega geil gemacht. Ja, dann haben wir hier auch schon seinen grünen Umhang. Also ich finde auch sein Gesicht übrigens sehr, sehr geil. Also mir ist es, wie gesagt, ja immer wichtig bei Figuren, dass die auch aussehen, wie sie aussehen sollen. Es gibt hässliche Levi-Figuren, es gibt auch Levi-Figuren, die, wo man denken könnte, die sind aus einem Anime entsprungen. Und bei der Figur ist es auf jeden Fall der Fall, dass man denkt, oh, der Levi, er lebt. Ja, dann haben wir hier noch den Umhang, den grünen. Der ist auch sehr detailliert. Also hier sieht man auch diesen silbernen Knopf, mit dem sie ihren Umhang ja zumachen. Und ganz, ganz viele Falten, weil er ja gerade weht. Sieht auch sehr, sehr episch aus. Auch hier hinten drauf, das
Zeichen von der Aufklärungslegion, die Flügel der Freiheit. Hier sehen wir auch noch die Kapuze. Und ich finde es auch schön, dass, ja, dass es hier auch so gewellt ist und nicht gerade, also wie, dass man denkt, so lieblos draufgeklatscht, sondern man kann wirklich, also es sieht wirklich so aus, als ob wirklich das Zeichen gerade halt mit dem Stoff so mitweht und das sieht richtig mega cool aus. Und ja, und er hat auch eine richtig schöne Farbe, also er ist so grün und leicht schwarz, also so grau, also so richtig schön Schatten. Und ja, und ich würde sagen, dass man Levi's Jacke ein bisschen besser sieht, nicht erschrecken. Machen wir mal seinen Kopf kurz runter, denn den Umhang kann man nämlich runter machen. Und dann sehen wir nämlich auch Levi's Jacke und hier sein Tüchlein vorne rausspitzeln. Und auch hier richtig mega cool. Also auch hier sieht man das Logo der Aufklärungslegion. Und die Jacke ist sehr detailliert, wie man sehen kann. Falten ohne Ende, Stofffalten ohne Ende. Also ich liebe ja sowas. Nicht, dass der Stoff so gerade ist, sondern dass der wirklich sehr viele Falten schlägt. Dass man es auch, ja, dass er halt eben auch realistisch aussieht, ne? Und ich finde das wirklich mega cool. Und auch die Farbe von dem von der Jacke ist sehr gut getroffen. Und auch hier an den Schultern sieht man diese Knöpfe, die sie haben. Und auch hier bei den Vordertaschen sind auch noch die Knöpfe dabei. Also ist wirklich sehr, sehr detailliert. Auch sein Hemd ist so blaugrau. Also ist jetzt kein direktes Grau, sondern mehr so geht es leicht ins Bläuliche. Auch hier hat man die Knöpfe nicht vergessen und auch hier ganz viele Stofffalten. Hier sieht man auch noch sein Gürtelgeschirr. Auch sein Gürtel hier ist sehr, sehr geil gemacht. Also ich bin total begeistert von der Figur, wirklich. Ich drehe ihn mal. Hier sieht man auch diese Bobbel. Und hier hinten auch. Also wirklich mega nice. Auch dieses Überstoffteil. Ich weiß immer noch nicht genau, was das bedeuten soll. Auch richtig cool gemacht, auch hier mit Falten, ne? Dass man es wirklich nachvollziehen kann, okay, das kann jetzt wirklich passen, dass da der jetzt irgendwie Falten schlägt. Und ja, dann auch hier seine Hose, also wirklich richtig mega, also die ist auch so weiß-grau und wie man sieht, auch die Gürtel sind bemalt, man sieht wirklich die Gürtelschnallen und alles, also wirklich mega nice. Also Hammer. Seine Hände kann man auch austauschen. Jetzt im Moment hat er ja diese Fäuste, aber dass er natürlich auch das Manövergear halten kann, hat er natürlich auch noch andere Hände dabei, wo er da eben dann auch seine Schwerter halten kann. Auch hier an den Knien richtig schön Falten ohne Ende. Ne? Ich liebe ja sowas. Was ich cool finde, ja, hinten an den Stiefeln, dass die noch so das gemacht haben, dass es so Pendel runterhängen, also dass die wirklich ja, lose sind, dass man die auch bewegen kann. Und das finde ich richtig cool. Und auch seine Stiefel gefallen mir sehr, sehr gut. Die sind auch so schwarz, braun, braun-grau, also leicht schattiert noch und schlagen auch Falten. Und was ich liebe bei Figuren ist, dass die Schuhe ein Profil haben. Ist ja nicht selbstverständlich. Also es gibt ja auch bei manchen Figuren, da haben die Schuhe kein Profil. Bei den Attack on Titan Figuren finde ich es aber sehr cool, dass die ein Profil haben. Ja, dann kommt natürlich auch noch Levi mit einer Base. Er könnte aber auch ohne Manövergear, kann auch alleine stehen. Aber hier ist noch seine Base mit dabei. Lauter Felsen. Und hier sind eben so Einbuchtungen, wo man eben seine Füße reinschiebt. Und finde ich auch sehr, sehr cool gemacht. Also es sieht schon sehr, sehr nice aus. Und ja, unten ist eher unspektakulär, aber oben macht es schon richtig was aus. Und auch hier ist alles sehr detailliert. Auch hier sind jetzt noch so Risse drin und sieht schon sehr, sehr nice aus. Und ja, und man schiebt dann einfach diese Spalten, also diese seine Füße in diese Spalten. Und so steht er auf seiner Base. Aber wie gesagt, er kann auch alleine stehen. Wehe, Liebe, du bleibst jetzt nicht stehen. Das ist dann wieder dieser typische Vorführungseffekt. Also, wie ihr seht, er kann auch alleine stehen. Und ja, und das ist der gute Levi ohne Manövergear. Damit man jetzt das Manövergear austauschen kann, beziehungsweise mit dran machen kann, macht man diese Punkte hier raus. Also hier, die kann man rausziehen, dann ist hier ein Loch drinne und so kann man dann eben Levi das Manövergear dran machen und da ist eben hier noch ein Punkt,
hier ist noch einer und da. Und hinten am Rücken, dieses Rückenteil, kann man auch rausmachen. Und das setzt man dann auch mit dem Manövergierteil wieder zusammen. Und ja, und ich würde sagen, ich mache jetzt mal das Manövergier dran und dass ihr nochmal Levi mit seinem Manövergier seht. So, und das ist Levi mit seinem Manövergier. Und ja, also anfangs, wenn man es neu hat, die Figur, ist es eine echte Fummelei, das irgendwie dran zu bekommen. ich habe wirklich, glaube ich, fast eine Stunde dran gesessen, um das Manövergier zusammenzubauen. Also das kommt ja auch in Einzelteilen. Man muss alles zusammenstecken und das ist wirklich sehr verwirrend. Bei dem Manövergier ist diese Anleitung hier dabei. Und die halt einigermaßen zeigt, was man zu tun hat. So wirklich steigt man da aber auch nicht so wirklich durch, auch wenn es lauter Bildchen sind. Hier ist halt, dass man sieht, wie, was, wo, also wie es rangesteckt kommt. Und hier sieht man eben, was noch so dabei ist, eben diese Hände. Damit er eben das Manövergier auch halten kann, beziehungsweise die Schwerter und dann noch so einen Ständer, den man hinten an diese Schwertkästen ranmacht. Also hier sieht man es. Ja, damit es halt nicht so runterhängt. Ich finde es aber, sieht doof aus, weil hier sieht man es ja, dass der Ständer hinten dran steht und ich finde, es sieht ein bisschen bescheuert aus. Und man sieht es ja auch, also die, ja, die Kästen hier hinten, die halten auch so. Also, ja, das ist halt, weil das Teil hier ein wenig runterhängt, aber ich finde, es ist stabil. Also, warum soll ich da hinten einen Ständer hinstellen? Ist ja schmarrn. Ja, dann gucken wir uns mal das Ganze näher an. Also, das Manövergier ist sehr, sehr nice gemacht. Hier sieht man einmal die Kästen, die sind jetzt nicht so weiß oder irgendwie, sondern die haben so eine, ja, wie sagt man denn, so grau, braun irgendwie so, also auch leicht, ja, also leicht schattiert. Hier sieht man eben auch noch eine Federung. Bei den Griffen von den Schwertern, ich weiß jetzt nicht, kann man das vielleicht irgendwie sehen, ich weiß gerade gar nicht, die sind auch geriffelt. Also mal gucken, vielleicht kann ich das irgendwie mal runter machen. Muss ich mal Levi's Schwert kurz abnehmen, damit ich euch mal ein Schwert auch einzeln zeigen kann. Also das ist jetzt ein Schwert, die kann man auch trennen, was ich sehr cool finde. Ja, und hier sieht man eben den Griff. Oh, du mal schauen. Sehr so gut. Komm schon. Ach, blödes Handy. Ja, also hier sieht man auch so leicht geriffelt, also das ist jetzt nicht gerade oder so, es ist auch einzeln bemalt, hier eben dieses Teil, was mich auch immer ein bisschen an eine Fahrradbremse erinnert, ist auch nochmal einzeln bemalt und ja, also wirklich sehr, sehr nice. Und auch hier die Klinge ist auch, ja, kann man leicht biegen und diese Rillen, die hier noch drin sind, sind auch noch schwarz bemalt, also auch hier ist noch eine Abrundung da. Also die ist nicht komplett gerade, sondern die geht ein bisschen hier so nach unten, wie halt eben eine Messerklinge auch sein soll. Und finde ich wirklich sehr, sehr cool. Und ja, jetzt machen wir Levi's Klinge mal wieder an seiner Hand, wo sie hingehört. Also ihr merkt schon, es ist eine echte Fummelei. Und ja, und hier sind eben auch seine Hände, weil ich sie gerade so einzeln in der Hand habe. Die Hände gehen auch ganz leicht runter. Also das ist jetzt nicht so wie bei manchen SH Figure Arts, wo man sich wirklich ja, einen abkämpft. Also bei Levi geht es wirklich total easy. Der Kopf geht auch leicht ab und die Hände auch. Also geht alles total leicht wechseln. Ja, dann auch hier vorne sieht man die Klingenenden, beziehungsweise den Anfang davon. Auch diese nicht gerade, sondern sind wirklich tätowiert und man weiß, was es sein soll. Und wie gesagt, hier die ganzen Schläuche sind auch jetzt kein Plastik, sondern irgendwie so anderes, also ist schwer zu erklären. Ja, und auch hier hinten, ich glaube, ich mache mal lieber das Umhang wieder runter, damit man das einfach mal ein bisschen besser sieht. Na, so. Ja, und so schaut das Ganze eben von hinten aus. Also ihr seht schon, es ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Es ist auch nicht gerade leicht, das Ganze zusammenzubauen. Es ist echt eine Fummelei, aber es lohnt sich, weil es sieht wirklich sehr, sehr detailgetreu aus, sehr, sehr episch und ja, einfach wie aus einem Anime entsprungen. Ne? Also ich bin wirklich sehr begeistert. Auch hier sieht man diese Teile, wo dann eben die Schnüre rauskommen, diese Drahtseile, wo sie sich eben festklammern an den Wänden. Und
Ja, es ist, wie gesagt, also wenn man es weiß, wie es funktioniert mit dem 3D-Manövergier, wie man es ranmacht, dann ist es gar nicht mehr so schwer. Aber am Anfang, bis man das dann erstmal raus hat, braucht man schon ein Weilchen. Besonders halt mit den ganzen Drähten und hier mit dem ganzen Geschnüre und alles, ist es wirklich echt ein Krampf gewesen am Anfang. Aber es lohnt sich wirklich, es sieht wirklich sehr, sehr episch aus. Und es sieht wirklich sehr, sehr cool aus einfach. Also es ist wirklich sehr, sehr cool. Ja, also Levi kann dann aber nicht mehr alleine stehen, wenn er das Manövergier dran hat, weil es einfach zu schwer ist. Weil ich muss auch sagen, Levi ist nicht gerade leicht, die Figur selbst. Und das Manövergier ist auch nicht gerade leicht. Also ich schätze jetzt mal wirklich, also es ist ungefähr, also die Figur mit Manövergier ist ungefähr so schwer oder etwas schwerer wie, ich sage jetzt mal, so ein Beutel Nudeln. Die, glaube ich, 500 Gramm sind. Also könnt ihr euch ja denken, wie schwer Levi ungefähr ist. Und jetzt mache ich mal sein Kommando daran, damit ich ihnen auch nochmal im Ganzen zeigen kann. Und ja, und so schaut eben die Figur in seiner vollen Pracht aus. Und ich drehe ihn auch einfach mal, damit ihr auch einfach nochmal so eine kleine Übersicht habt von Levi. Und ja. Genau, ja, auch ja, den Ständer wollte ich euch noch zeigen. Also der schaut so aus, ist jetzt nichts Weltbewegendes, also ist einfach nur so ein schwarzer, runder Boden mit so einem Halterungsteil, wo man dann eben so ein Kastenteil von dem Manövergier halt dran machen kann. Finde ich jetzt aber Blödsinn, weil ich finde, es hält auch so. Also ich finde es nicht schlimm, wenn es ein bisschen runterhängt. Das sieht auch dann realistischer aus, wie wenn jetzt hinten da so ein komisches Ding dran steht. Ja, aber das ist Levi in seiner vollen Pracht. Und ja, genau. Das war eigentlich auch schon die Review. Und ja, meine Lieben. Ja, meine Lieben, das war meine Review zu meinem neuesten Levi, zu meiner Master Stars Piece Levi Figur. Ja, also ich kann euch diese Figur nur empfehlen, nur ans Herz legen. Also für jeden Levi-Fan ist diese Figur wirklich ein Muss. Ich muss auch sagen, sie sieht nicht aus wie eine 40-Euro-Figur. Die sieht wirklich aus wie eine 100-Euro-Figur. Also wirklich ohne Scheiß. Die ist detailliert ohne Ende, ist sehr, sehr gut bemalt. Es gibt keinerlei Bemalungsfehler oder sonstiges. Also ich habe jetzt noch keine gefunden, wo ich wirklich sagen muss, oh, da ist jetzt irgendwie ein Fehler oder irgendwas. Also überhaupt nicht. Er ist vom Gewicht her sehr, sehr schwer. Also wie gesagt, so ungefähr wie so eine Packung Nudeln, wenn nicht sogar ein bisschen schwerer. Von der Größe her, er ist 24 cm groß. Also er ist jetzt auch nicht gerade klein. Und wie gesagt, er sieht auch überhaupt nicht aus wie eine 40-Euro-Figur. Also ich habe ihn ja von Arconia für 40 Euro mit dem Manövergier. Bei Figuya gab es ihn mal für 60. Im Moment haben sie ihn nicht drin. Aber da ist er, also wenn sie ihn da haben, kostet er 60 mit dem Manövergier. Oder man kann ihn auch bei eBay kaufen oder wenn man ihn irgendwo anders findet, bei irgendwelchen anderen Händlern, da kann man ihn natürlich auch bestellen. Aber ich habe ihn durch Zufall eben bei Arconia gesehen und dachte mir für 40 Euro, also 45 Euro irgendwas mit Versand, kann man nicht meckern. Und wie gesagt, er sieht echt nicht aus wie eine 40-Euro-Figur, er sieht wirklich aus wie eine 100-Euro-Figur. Schon allein vom Gewicht her, von der Größe her, er ist sehr hochwertig, also es sind keine Fehler, Kratzer oder sonstiges dran. Er ist wirklich makellos. Vom Gesicht her ist er einfach nur 1A. Mir ist es ja wie gesagt sehr wichtig, dass die Figur auch aussieht wie der Charakter und nicht wie aus der Tschechei gekauft, so ungefähr. Also das ist mir immer schon wichtig. Da kann auch die Figur von der Pose her so schön sein, wie sie will. Aber bei mir muss, also das Gesicht muss mir auch gefallen. Also ich muss wirklich sehen, aha, okay, das ist der Charakter. Und bei dieser Figur hat man das einfach. Das Gesicht ist wirklich Bomben. Also bombig, also Wahnsinn. Der Gesichtsausdruck ist top, also man sieht wirklich Levi in dieser Figur und nicht irgendwie, weiß ich nicht. Von dieser Figur gibt es übrigens nicht nur Levi, also von dieser Serie, sondern auch Erin. Der hat auch so eine Steinbase. Den gibt es auch einzeln und halt auch einmal mit Manövergier. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel nur Erin noch kaufen würde, würde auch das Manövergier, was jetzt Levi dran hat, auch an Erin passen. Oder ich kaufe mir eben noch ein zweites Manövergier. Erin will ich mir auch noch holen. Erin gehört jetzt zwar jetzt, naja, ich mag ihn schon, aber er ist jetzt nicht so mein Lieblingscharakter, aber ich mag ihn schon. Aber ich finde es schon ganz cool, wenn die beiden nebeneinander stehen. Und Erin ist auch etwas größer wie Levi, weil Levi ist ja
auch nicht gerade groß, er ist ja nur 1,60, so groß wie ich. Und Erin ist ja, glaube ich, 1,70. Und da ist es auch schon realistisch, wenn dann seine Figur auch ein bisschen größer ist wie Levi. Und ja, meine Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich kann euch diese Figur, wie gesagt, nur ans Herz legen. Und wenn ihr jetzt noch irgendwie Fragen habt, einfach ab in die Kommentare damit. Und ja, dann würde ich sagen, kommentieren, abonnieren, liken und bis zum nächsten Video. Bye, bye.